Die letzte Station unseres Jahresrückblicks führt ins Archäologische Landesmuseum nach Brandenburg an der Havel. Dort wird eine ungewöhnliche Ausstellung vorbereitet. Es geht um Archäologie der Zeitgeschichte, genauer um die Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlager des verbrecherischen NS-Regimes. Das ist ja jetzt dieser Stacheldraht aus Sachsenhausen. Hier war praktisch so ein Pfahl, auf den die das aufgerollt haben. Und dann konnten die das dann locker praktisch hinter sich herziehen und abrollen, das ganze Ding. Es gab bestimmte Zwangsarbeitslager für westliche, arische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die mehr oder weniger sich frei bewegen durften. Aber die, um die es hier uns vor allem geht, ist eine Gruppe, die durch diesen Stacheldraht sichtbar wird, vor allem dann auch im Zusammenhang mit dem Befund, wenn der Stacheldraht nämlich im Boden eingegraben ist. Und das ist eine ganz besondere Vorrichtung, die speziell für sowjetische Kriegsgefangene gedacht gewesen ist. Die wurden also auf diese ganz besondere Weise eingesperrt, um ihr Entweichen zu verhindern. Jedes Fundstück ist mit Schicksalen verknüpft, von denen viele bis heute unbekannt sind. Und jedes Objekt ist ein Unikat, das die Zeit überdauert hat und an das Unrecht erinnert, das damals mitten in Deutschland geschah. Und das sehr, sehr Eindrucksvolle ist bei der Archäologie ja ohnehin und bei der Archäologie der Zeitgeschichte umso mehr, dass uns einzelne Funde zu einzelnen Schicksalen führen. Wir haben uns eben die Stalag-Marke in der Vitrine angesehen. Eine Kennmarke, die von der Wehrmacht ausgegeben wurde an die sowjetischen Kriegsgefangenen, weil die als Soldaten solche Kennmarken gar nicht hatten. Die Wehrmacht erfasste alle im Foto mit Karteikarten, mit allen Daten. Und wenn man Glück hat in diesem Falle, kann man über eine solche Stalag-Marke anhand der Nummernkombination auf der Homepage der russischen Memorialorganisation recherchieren und dann tatsächlich das Bild und das Schicksal eine Einzelperson hier herausbekommen. Das ist Peter Beresin, der leider den Krieg auch gar nicht überlebt hat, aber auf dessen Foto auf dieser Karteikarte man wirklich das Stück sieht, was wir hier in der Vitrine liegen haben. Ja, und das ist natürlich ein Traum für einen Archäologen. Hier geht es nicht nur um die sprichwörtliche Banalität des Bösen, sondern auch um Kontinuität. Denn nach dem Krieg setzte sich das Zwangssystem in der sowjetisch besetzten Zone fort. Der Titel der Ausstellung weist auf die Ausgeschlossenen hin, die zwischen 1933 und 1950 in den Lagern verschwanden. Ihre Sachzeugnisse stehen sinnbildlich für den Überlebenswillen der Gefangenen während dunkelster Zeit. Also diese Funde stellen praktisch einen Querschnitt dar aus unterschiedlichen Lagern. Der Löffel ist eigentlich der Schlüsselfund für diese NS-Lager, weil der Löffel war quasi das Überlebenswerkzeug zusammen mit der Suppenschüssel. Das Interessante bei diesen Stücken ist hier die Bandbreite von Tafelbesteck über selbstgemachte Löffel aus Metall, aus Aluminium bis hin zu ganz akribisch hergestellten Stücken wie dieses selbstgemachte Messer aus Metall, Holz und Aluminiumnieten. Und ganz archaisch anmutenden Stücken wie diese Art Schneidewerkzeuge aus Plexiglas. Und das zeigt auch diesen Hiatus, den die Leute auszuhalten hatten. Sie waren ja gezwungen zu arbeiten für die Rüstungsindustrie, waren an Hightech-Werkplätzen, hatten mit Hightech-Material zu tun, gerade erst erfundenen Dingen wie Dural-Aluminium, Plexiglas, was für die Pilotenkanzeln verwendet wurde. Und dann gingen sie zurück in ihre Lager und hatten nichts und waren darauf angewiesen, aus gestohlenen Metall- und Plexiglasresten aus dem Werkplatz quasi sich dann Dinge zu basteln, die sie in ihrem Alltag nutzen konnten. Weil die meisten Zwangsarbeits- und Kriegsgefangenenlager unmittelbar nach Kriegsende oberirdisch beseitigt und ihre Reste einplaniert wurden, haben sich so viele Gegenstände im Boden erhalten. Die hier gezeigten Funde stammen von 22 Lagerstandorten, 8 davon aus Berlin, der Rest aus Brandenburg. Es gab analoge Datenspeicher, weil man natürlich in gut deutscher bürokratischer Manier alle Mitarbeiter der Gefolgschaft, wie es damals hieß,
erfasste, um ihnen ja auch ihren Lohn auszuzahlen. Sogenannte ADREMA-Tafeln, Adressiermaschine bedeutet das, wo die Daten Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Arbeitsaufnahme und so weiter eingeprägt waren, sodass man die abdrucken konnte. Und das sind natürlich Dinge, die als archäologische Materialien im Boden überdauern, staunenswerterweise, wenn man hier diese Ausweise sieht, zum Teil mit gut erhaltenen Fotos. Und das ist immer wieder diese Sache, auf die ich immer wieder zurückkomme, die Archäologie der Zeitgeschichte, die den Weg zu den einzelnen Personen findet. Und das manifestiert sich hier wunderbar in diesen Funden. Werksausweise und sogenannte ADREMA-Tafeln, blecherne Datenträger, gehören zu den wichtigsten Funden, die in der Ausstellung zu sehen sind. Sie ermöglichen es, die Namen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zu rekonstruieren und sogar deren Angehörige ausfindig zu machen. Also wir hatten das Glück in diesem Fall des Stergios Foufas, des griechischen Polizisten, dass ein junger griechischer Historiker sich hier in Brandenburg damit beschäftigt hat. Und der konnte also tatsächlich auch die Nachfahren von Stergios Foufas in Athen ermitteln, sich mit denen treffen. Die haben ihm sogar dann noch Bilder geben können von ihrem Großvater, Vater. Man sieht ihn da in seiner Polizeiuniform oder mit seiner Familie. Das ist dann auch eine der Geschichten, die mal gut ausgeht. Er hat also tatsächlich das alles überlebt und kam dann in 1946 wieder nach Hause zurück. Wir haben in dieser Ausstellung zusammengetragen Funde aus 22 Lagerstandorten in Berlin und Brandenburg, etwa 7 oder 8 aus Berlin, der Rest aus Brandenburg. Was natürlich überhaupt nicht heißt, dass da auch nur annähernd die Zahl abgebildet wäre an Lagern, die es gegeben hat. Das geht ja in die Tausende. Lager für die Bodendenkmalpflege im Sinne unseres archäologischen Zugangs sind natürlich die, die Spuren im Boden hinterlassen haben, die häufig oder meistens obertägig gar nicht mehr zu sehen sind. Und das sind aber immer noch sicherlich etliche hundert. Und da sind wir noch weit von entfernt, dass wir die alle überhaupt kennen. Wir sind Archäologen. Wir arbeiten mit den Orten. Wir arbeiten mit den materiellen Hinterlassenschaften und haben das Glück, dass wir Leute fragen können, die die Geschichten dazu kennen. Und erst aus diesem Zusammenführen dieser beiden Dinge, der materiellen Reste und der historischen Informationen, ergibt sich dann ein neuer Blick auf viele Dinge. Das ist eben das, was wir versuchen hier zu vermitteln. Archäologie der NS-Zwangslager ist ein Teilgebiet der Archäologie der Zeitgeschichte, die seit einigen Jahren nicht nur in Brandenburg mit spektakulären Funden auf sich aufmerksam macht. Vielleicht gelingt es, die Ausstellung eines Tages auch in den Ländern zu präsentieren, aus denen die Gefangenen stammten.